Hast du schon mal eine Person getroffen, eine Situation oder eine Sache oder eine Erfahrung gemacht, die du negativ bewertet hast, die dich auch negativ beeinflusst? Nun, dann wirst du in diesem Video erfahren, wie du relativ schnell negative Gedanken umwandeln kannst in positive Gedanken. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Trainer und Coach, sondern auch Unternehmer. Und in den vielen Jahren meines unternehmerischen Daseins habe ich teilweise nicht nur mehrmals in der Woche, sondern auch mehrmals täglich äußerst negative Erfahrungen gemacht. Und wenn ich mit diesen negativen Erfahrungen zum nächsten Kunde gehe, zur nächsten geschäftlichen Besprechung gehe, dann beeinflusst mich diese vergangene Erfahrung, dieses Negative in der Zukunft. Und die Gefahr ist, dass dann die Zukunft auch wieder negativ wird und so sich eine Abwärtsspirale nach unten fortsetzt. Die Lösung ist deshalb, und das können alle Führungskräfte oder Unternehmer, die dauerhaft erfolgreich sind, innerhalb eines Fingerschnipps, innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht 2 bis 3 Sekunden, aus negativen Erfahrungen oder Begegnungen mit negativen Menschen und Situationen sofort einen Wechsel in positive Gedanken herbeiführen. Schauen wir uns zunächst einmal an, was negativ oder positiv bedeutet. Negativ kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie etwas verneinen, es nicht haben wollen, es ablehnen. Das heißt nicht, dass es gut oder böse ist bei der Negativität, sondern es geht darum, ob man etwas will oder nicht will, also sich für oder gegen etwas entscheidet. Und dementsprechend heißt auch positiv etwas bejahend. Das bedeutet also, die Umwandlung von negativen Gedanken zu positiven Gedanken heißt nicht, ob etwas Schlechtes jetzt gut wird, etwas Böses jetzt gut wird, sondern es geht dabei, dass etwas, was vorher abgelehnt worden ist, in der Zukunft bejaht wird. Und der Effekt, den sieht man bei dir dann an. Denn wenn du aus einer Situation rauskommst, die du ablehnst, wo du wirklich sauer und wütend dann mit den entsprechenden Emotionen als Reaktion auf deine Bewertung reagierst, dann sieht man das in deiner Mimik, das sieht man in deiner Körperhaltung, das sieht man in deiner Stimme. Dein gesamter Organismus, wie ein Musikinstrument, zeigt an, dass du etwas ablehnst. Und wenn du mit dieser Negativität, also diesem ablehnenden Verhalten in ein Verkaufsgespräch, ein Rekrutierungsgespräch, ein Vorstellungsgespräch gehst, nun, dann wird deine Körpersprache und deine paraverbale Kommunikation, also deine Stimme, mitteilen, dass du gerade etwas ablehnst. Und wenn dir gegenüber dein Kunde sitzt, dein neuer Mitarbeiter oder Chef, nun, dann wird er deine Überzeugung teilen und dich möglicherweise auch ablehnen. Die Kunst besteht also darin, das zu bejahen, was man eigentlich ablehnt. Das heißt also, die Person, die Sache zumindest so weit verändern, dass dein Zustand sich ändert. Bedeutet es, dass du bei einem Chef anfängst zu arbeiten, wo du es nicht willst, oder mit einem Kunden oder einem Mitarbeiter zusammenarbeitest, den du nicht wirklich haben willst oder bedienen willst? Natürlich nicht. Die Entscheidung bleibt davon unbeeinflusst. Entscheidend ist nur, dass du in das nächste Gespräch, also wenn der Kontext, der Adressat deiner Kommunikation sich verändert, dass du dann in der Lage bist, in einem neuen, neutralen bis guten Zustand weiterzumachen. Und ich zeige dir ein paar ganz einfache Wege, wie du das Negative in das Positive umwandeln kannst, also wie du deine Bewertung ändern kannst. Und das erste wichtige Geheimnis ist, dass wir Menschen in der Lage sind, unsere Perspektive, also unsere Sichtweise, zu ändern. Du kannst also durch einen simplen Perspektivwechsel feststellen, zum Beispiel wenn du ein Ei hast und es drehst, dass auf der anderen Seite etwas anderes zu erkennen ist. Oder wenn du eine Münze hast und die umdrehst, dann wird auf der Rückseite der Münze etwas anderes zu erkennen sein. Das macht jeder Unternehmer, der eine große Niederlage, einen Misserfolg zu verzeichnen hat. Er sagt sich nämlich, dass in jeder Niederlage, also in jeder negativ zu bewertenden Situation, der Keim für einen noch größeren Erfolg liegen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühbirne, der Glühlampe. Er wurde mich eines Nachts aus dem Bett gerissen und zur Firma gebracht, weil alles dort in Flammen stand. Wir sprechen in dieser Zeit von Patenten, von Ideen, von Skizzen, von Zeichnungen, die noch nicht verschlüsselt waren, die noch nicht digitalisiert waren, wo es kein Backup gab, sondern alles war auf Papier und verbrannte. Thomas Alva Edison entschied sich sofort für einen Perspektivwechsel und fing an zu lachen. Sein Geschäftsführer fragt ihn, was ist los, Thomas? Sollen wir die Menschen mit den weißen Jacken und den Turnschuhen holen? Ist er vielleicht wahnsinnig geworden? Und wandte sich an seine Frau.
Und die fragte nach, Thomas, was ist passiert? All deine Lebenswerke, deine Ideen, deine Zeichnungen, deine Patente verbrennen und du stehst hier und lachst nachts. Und da meinte Thomas, es ist richtig. Es steht alles hier in Flammen und alles brennt. Aber mit diesen Flammen verbrennen auch unsere Fehler. Und morgen früh können wir gleich anfangen und das richtig und das besser machen. Was hat also Thomas Alva Edison gemacht? Er hat sich entschieden, nicht nur das Feuer zu sehen, was seine gesamten Ideen und Patente und Aufzeichnungen verbrannte, sondern er hat sich entschieden zu einem Perspektivwechsel und hat auch gesehen, dass dort Chancen sind, nämlich morgen alles richtig und besser zu machen, und hat sich dann im zweiten Schritt für einen vollständigen Wechsel der Art entschieden, dass auch seine emotionale Struktur, seine nonverbale Kommunikation, das Lachen, das Freuen sichtbar für alle Umgebenden letztendlich Priorität hatte. Er hat also einen Zustandswechsel erreicht durch Veränderung zunächst seines inneren Fokus, seiner Perspektive. Und so gibt es alles im Leben zu bewerten. Sei es zum Beispiel der Entzug deines Führerscheins, weil du zu schnell gefahren bist. Das ist erstmal negativ. Aber das Positive kann sein, dass sich genau dieser Blitzer oder dieser Führerscheinentzug möglicherweise dafür bewahrt hat, dass du einen schweren Unfall in den nächsten Wochen oder Monaten gemacht hast und vielleicht 1, 2, 3 oder 4 Menschen ums Leben gebracht hast. Diese Unfälle findest du jeden Tag in der Presse. Und vielleicht hat dich genau diese Ordnungswidrigkeit oder der Führerscheinentzug auf Zeit davor bewahrt, anderen Menschen das Leben zu nehmen oder selbst länger am Leben zu bleiben. Aber vielleicht kennst du auch die Situation, dass du morgens aufstehst und schon merkst, oh, hier wächst ein Pickel, und schließlich bestätigt dein Spiegelbild das. Und jetzt kannst du sagen, oh, ich armer Mensch, ich bin jetzt schon 30, 40 und kriege noch einen Pickel. Du kannst aber auch einen Perspektivwechsel machen. Du kannst die Sache neu bewerten. Du kannst sagen, nur junge oder jugendlich wirkende Menschen bekommen überhaupt einen Pickel. Und solange du Pickel bekommst, weißt du, dass du noch nicht alt bist. Wenn du aber auch Misserfolge hast, kannst du auch einen Glaubenssatz dir aneignen, der Folgendes besagt: Entweder du gewinnst oder du lernst. Und wenn du dein Ziel noch nicht erreicht hast, dann hast du eine Lektion bekommen. Und du kannst dankbar sein für diesen Lernerfolg, der dich dann befähigen wird, im nächsten Schritt dann dein Ziel zu erreichen. Und ich lade dich ein, eine Situation herauszufinden, wo es tatsächlich keine Perspektivwechsel gibt. Und die Tatsache beschreibt, dass es immer möglich ist. In meinen Trainings oder auch Coachings lasse ich den Teilnehmer eine Liste zu machen. Und zwar auf der Suche sich begeben nach den 10 positiven Faktoren, was es bedeutet, nicht mehr am Leben zu sein, sprich zu sterben. Und meistens gucken mich die Seminarteilnehmer oder die Klienten komisch an und sagen, was meinen Sie denn damit? Welchen Vorteil sollte es schon haben, dass ich jetzt sterbe? Und dann fangen sie trotzdem auf meine Motivationen an zu schreiben und kommen zu folgenden Punkten. Erster Punkt ist, ich muss mich nicht mehr rasieren und vielleicht verletzen. Zweiter Punkt ist, ich muss keine Steuererklärung mehr machen. Der dritte Punkt ist, ich muss nicht mehr zum Zahnarzt. Der vierte Punkt ist, ich muss den Müll nicht mehr rausbringen. Der fünfte Punkt ist, ich muss die Toilette nicht mehr putzen. Und so kommen 6, 7, 8, 9, 10 Punkte zusammen. Und wenn man das macht, wird sich innerlich der Zustand verändern durch diesen Perspektivwechsel, weil wir neben den ganzen Ängsten, Befürchtungen und negativen Bewertungen, die wir haben, jetzt auch positive Merkmale vorgefunden haben und unser Körper auch darauf positiv reagiert. Der Sinn dieser Intervention ist nicht, dass du dich darauf freust zu sterben und das vielleicht vorziehst, sondern vielmehr zu erkennen, dass diese Benchmark, wenn es schon möglich ist, mit dem Tod positive Aspekte abzugewinnen und dein Zustand sich verändert, dann wird es auch mit jeder anderen Situation in deinem Leben möglich sein. Zusammengefasst ist also, und das ist eine wichtige Erkenntnis, dein inneres Gemütsleben, dein Zustand, den du hast, selbst gemacht. Du entscheidest mit deinem Denken, worauf, von welcher Position du auf die Sache, auf die Situation oder auf die Person blickst. Und deine Fokuseinstellung findet auch heraus, ob du nur auf die Punkte gerichtet bist, die du ablehnst, oder ob du auch auf die Punkte gerichtet bist und gerichtet bleibst, die du befürwortest, also positiv siehst. Und das ist die traurige Nachricht für die opferorientierten Menschen, die sich so gerne im Problem suhlen und sich als Opfer der Umstände sehen und die anderen schuld sind. Tatsächlich hat jeder Mensch und damit auch du die vollständige Kontrolle darüber, worauf du deinen Blick richtest und wie du die Münze, das Ei, die Situation, die Person bewertest. Dein Zustand ist das Ergebnis deines Denkens. Dein Innen
hat etwas damit zu tun, wie du das Äußere wahrnimmst und auch bewertest. Vielleicht sagst du jetzt, wenn ein Auto daherfährt und dir über den Fuß rollt, dass der Autofahrer verantwortlich ist für den Schmerz. Nun, das ist zunächst richtig. Aber du bist auch eingeladen, sofort einen Perspektivwechsel durchzuführen und zu sagen, so ein Glück, dass mir das Auto nur über den Fuß gefahren ist und nicht komplett mich umgefahren hat oder vielleicht mein Lebenspartner oder Kind rechts oder links. Und schon kannst du die Sache positiv bewerten. Und das Gleiche gilt auch für Steuern und für andere Behördenverpflichtungen. Du kannst sagen, das böse Finanzamt nimmt dir die Hälfte deines Geldes. Du kannst aber auch sagen, du bist dankbar dafür, dass es eine Institution gibt, die das Geld aus der Gemeinschaft einsammelt, um dann Krankenhäuser, Straßen, Busse, Bahnen und andere Krankenhäuser und wichtige soziale Einrichtungen zu bauen. Du entscheidest selbst, worauf du deinen Fokus setzt. Und macht es Sinn, sich von Sachen, die du nicht verändern kannst, negativ beeinflussen zu lassen? Ich glaube nicht. Deshalb mach dir vielleicht jetzt eine Liste von all den Dingen, wo du denkst, das ist negativ in deinem Leben und such genauso wie diejenigen, die den Fokusauftrag von mir im Seminar hatten, das Sterben als Positives zu bewerten, auch diese Sachen so lange neu aus, bis du viele Gründe gefunden hast, weshalb diese Dinge auf deiner Liste positiv sein können. Und wenn du bei dieser Liste oder diesen Maßnahmen Unterstützung brauchst, dann kannst du auch gerne unsere Unterstützung in Anspruch nehmen. Denn Coaches machen nichts anderes, als sich systematisch durch einen Perspektivwechsel zu führen. Ein guter Coach kann in einer Situation 2, 4, 8, 10, 20 Perspektiven mit dir gemeinsam einnehmen. Und in jeder Perspektive hast du die Möglichkeit, neue Erkenntnisse oder neue Bewertungen durchzuführen. Zusammengefasst also bist du verantwortlich dafür, wie es dir geht. So hart die Botschaft auch klingt, so viel Freiheit birgt sie in sich. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dass alles, was bisher negativ war, aufgearbeitet wird, neu bewertet wird, positiv gesehen wird, aber auch, dass du situativ heute und in der Zukunft in der Lage bist, innerhalb von 2, 3 Sekunden eine negative Erfahrung sofort positiv umzuwandeln. Aber achte darauf, dass sie zielführend ist und dass sie mit dem Wertekodex von dir und deinem Team, deiner Gesellschaft übereinstimmt. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken. Dein Daniel Schäfer.